welche Macht überhaupt in den Medien steckt. Menschenmassen in eine Richtung zu drillen. Das ist eine Sache, wo ich mittlerweile hundertprozentig von überzeugt bin, dass jedes Land seine eigene Propaganda hat, um die Gesellschaft so ein bisschen zu lenken und zu beeinflussen. Das ist nicht nur in Russland oder in China so, das ist auch in den westlichen Medien so. Wenn hier jemand einen Friedensnobelpreis bekommen sollte, dann ist es er hier und nicht Barack Obama. True. In Deutschland wird bewusst durch manipulative Information Stimmung betrieben. Es ist genau das gleiche Video. Das war 2014 und das andere Video? 7 Jahre später, Bro. Ich küsse doch euer Herz. 2007. Der Ukraine-Krise zu begegnen. Ist es wirklich so, dass Putin hier so der Aggressor ist? Guck mal, das Krasse ist, das Video ist von vor 5 Jahren. Hört sich aktueller denn je an, ne? Subliminal Botschaften in unser Denken eingetrichtert werden sollen. Und umso mehr ich ihren Willen unterdrücke und in falsche Richtungen lenke, umso besser kann ich sie steuern. Nämlich nach Emotionen, nicht nach klarem Denken. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Also, wir gehen rein ins Video. Die Macht der Medien, der Einfluss der Massenmedien auf die Gesellschaft. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der Jutze da so erzählt. Ich schalte rüber in die Reaction. Umgebung. Und wir lassen uns nicht lumpen, Freunde. Wir gehen rein. Mind Control. Und sie sind doch in unseren Köpfen. Oh shit. Lassen Sie mal ein Thema anschauen, das mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt hat. Gerade in der Zeit als Dozent an der Medienakademie, wo ich mich sehr viel mit Medien beschäftige. Und ich immer mehr festgestellt habe, dass ich diesen Beruf nicht länger ausführen kann. Weil die Entwicklung der Medien so rasant eine Entwicklung bekommen hat, die schon so weit unter der Gürtellinie des Morals gewandert ist, dass es schon nicht mehr menschlich ist. Und es für mich nicht mehr vertretbar ist, Jugendlichen, heranwachsende, Erwachsene, ihnen zeigen zu können, mit welchem Machtpotenzial sie durch ihre Talente, die sie haben, menschliche Gedanken zu manipulieren. Bewusst. Noch einer mit Ethik und Moral, ja? Gibt es, glaube ich, wenige in dem Bereich. Ich habe vor etwa 1,5 Jahren, knapp 2 Jahren, meinen Posten als Dozent an der Hochschule aufgegeben und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen darauf aufmerksam zu machen, welche Macht überhaupt in den Medien steckt. Wir werden gemeinsam eine kleine Reise durchgehen, wo ich Ihnen einige Beispiele zeigen werde, nicht nur wie durch die Nachrichten wir manipuliert werden, sondern auch ganz besonders durch Werbung, durch Film, durch Musik und ganz besonders gegen Ende, in welchem, ich sage jetzt mal, geistlichem Hintergrund dies alles geschieht. Weil viele denken sich, naja, es sind ja Institutionen, die haben viel Geld. Na, es steckt noch viel mehr dahinter als das. Denn es ist ein Antrieb, der gesteuert wird nicht nur von Leuten, die in hohen Positionen sitzen und Lobbyisten. Nein, nein, da steckt noch mehr dahinter, noch viel Größeres, noch viel Kräftigeres, was es bewirken soll, um Menschenmassen in eine Richtung zu drillen, bewusst zu drillen. Vergesst nicht, Freunde, ja? Wo kommt das Wort Programm her? Programmieren, Unterhaltung, unten halten. Nun, wir leben in einer Welt, wo wir mittlerweile im Prinzip alle Informationen, sprich die ganze Welt, auf dieses Format bringen können und es nur noch per Finger kontrollieren können. Alles, was ich wissen möchte, alles, was ich erleben möchte, visuell, kann ich mittlerweile mit einem Handy sehen und hören. Egal, was es ist. Mittlerweile ist das Internet so breit gefächert, dass ich wirklich mir alles anschauen kann, was ich möchte. Wenn ich natürlich gut genau recherchiere und genau weiß, wo ich was finden kann. Keine Frage. Aber man findet die übelsten Sachen, die man sich als Mensch überhaupt noch vorstellen kann, wenn überhaupt. Gut, genau, Naman. Ey, was ich sagen wollte ist, wir sagen ja immer so von wegen, ey, in unseren Medien sind ja die russischen Medien reine Propaganda und da wird nur Müll erzählt. So, ne? Ich bin überzeugt davon, dass jedes Land seine eigene Propaganda hat, wo die Massen der Gesellschaft mit auch irgendwie gelenkt werden, damit das aktuelle Narrativ und die politischen Entscheidungen von der Bevölkerung auch befürwortet werden. So. Und alle, die auskreisen, werden als Verschwörungstheoretiker oder als rechts oder als sonst was hingestellt. Alternative Medien werden als nicht ernst zu nehmen dargestellt. So. Das ist eine Sache, wo ich mittlerweile hundertprozentig von überzeugt bin, dass jedes Land seine eigene Propaganda hat, um die Gesellschaft so ein bisschen zu lenken und zu beeinflussen. Das ist nicht nur in Russland oder in China so, das ist auch in den westlichen Medien so.
Und wir sind mittlerweile in der Gesellschaft so weit geraten, dass wir durch dieses Social Media ein Netzwerk gegründet haben von virtuellen Freunden. Ja, wir haben mehr Freunde im Internet als real. Und so ist auch letzten Endes unsere Kommunikation zwischen den Menschen. Ja? Ich glaube, man hat es einfacher, wenn man vor einem Computer sitzt und mit jemandem spricht, so kann man sozusagen mehr äußern, als wenn ich jemanden von Angesicht zu Angesicht spreche. Da ist man immer ein bisschen vorsichtiger mit dem, was man sagt, nicht wahr? Das ist ein Riesenphänomen. Ich finde, ich bin noch mehr so ein Typ aus dem Real Life. Ich finde die Talks online zwar auch richtig geil, aber die beste Verbindung mit Menschen und ein richtig geiles, also ein besseres Gespräch kommt für mich raus, wenn ich den Menschen auch in die Augen gucke und wenn ich die Menschen auch spüre, deren Energie, deren Aura so. Aber dieses Phänomen, dass die Leute halt auf Social Media und ich würde eigentlich hier auch auf Social Media nie irgendwelche Sachen sagen, die ich in Real Life nicht sagen würde so. Aber dieses Phänomen, dass Leute sich hinter ihrem Bildschirm, hinter ihrer Kamera verstecken und dann da Sachen raushauen, die sie im echten Leben niemals so sagen würden, ist echt heftig, weil dadurch haben halt Leute Aufmerksamkeit bekommen und Dinge erzählt, die sie so im echten Leben niemals erzählen würden. Und das hat auch sehr viel Hass und negative Vibes und Mobbing und diese ganze Scheiße hat Social Media auf jeden Fall nochmal einen riesen, also das hat nochmal einen riesen Schritt nach oben gemacht durch Social Media. So. Und so haben wir es letzten Endes geschafft, dass sogar die nächste Generation es nicht mehr für nötig hält, eine bewusste Kommunikation zu erlernen. Das funktioniert auch heute schon gar nicht mehr. Und nicht nur daraus hat sich die Kommunikation zwischen den Menschen entwickelt, sondern auch Konsumverhalten. Und unser Konsumverhalten ist mittlerweile so pervertiert, ja, dass das Denken der Menschen im Konsum so krass geraten ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, wir hätten am Donnerstag einen Feiertag und Freitag wäre wieder ein ganz normaler Werktag. Waren Sie da schon mal an einem Mittwochabend einkaufen? Haben Sie mal beobachtet, wie die Menschen wegen einem Feiertag einkaufen gehen? Schon mal beobachtet? Voll, selbst am Wochenende. Samstag, Freitag oder Samstag, immer full. Schlange ist immer lang. Immer die fetten Einkaufswegen am Start so. Als ob man übers Wochenende oder über den Feiertag so verhungert mäßig. Das fand ich so geil in Tulum auch. In Tulum zum Beispiel gibt es gar keinen Feiertag oder keinen Sonntag oder so. Die Läden haben eigentlich immer auf. Als ob die Welt untergehen würde. Bis oben hin vollgepackt wegen einem Feiertag. Und das ist sicherlich wie im Norden wie im Süden, denke ich, die gleiche Charakteristik, oder? Jetzt, wie kann es sein, dass Menschen Angst haben davor, wegen einem Feiertag nicht genug zu essen zu haben? Ist doch total daneben, oder? Wegen einem Tag? Und das Schlimme dabei ist, dass das meiste Essen, was eingekauft wird, bestimmt mehr als die Hälfte eh wieder in den Müll landet, weil es gar nicht gegessen wird. Also verstehen Sie, das Denken der Gesellschaft ist so pervertiert, allein schon im Konsumverhalten, dass es uns egal ist, ob wir Essen wegschmeißen oder nicht. Wir denken nicht mehr an den Nächsten. Es hat aufgehört. Das heißt, wir sind wichtig, alles was wir wollen, alles was wir konsumieren, muss vorhanden sein. Und am besten auch dann, wenn mal kein Tag da ist, wo ich einkaufen gehen kann. Und so haben wir auch letzten Endes die Abhängigkeit gegenüber Markenprodukten, die wir immer wieder benötigen. Denn wenn wir diese Info nicht haben, um Himmels Willen, was sollen wir dann noch einkaufen, wenn ich nicht weiß, was ich einkaufen soll? Ja? Also man sieht, dass allein schon die Werbebranche ihr Genugtuum davon hat, dass wir schon in Angst und Panik geraten, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Das sollte uns zu denken geben. Krasses Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut auf jeden Fall. Und gerade. Und was er sagt, dass wir nicht mehr an den Nächsten denken, merkt man auch immer mehr, ne? Wenn man doch von Informationen spricht, kommt man doch spätestens an diesem Punkt, wo wir, wenn es mal aufgedeckt wird, und ganz ehrlich, seit Edward Snowden und WikiLeaks wissen wir tatsächlich, dass selbst in den Nachrichten, auf der Nachrichtenbranche, wir mittlerweile weder ARD noch ZDF trauen können. Ich werde nachher gleich noch ein Beispiel nennen. Aber ganz ehrlich, meines Erachtens nach, wenn hier jemand einen Friedensnobelpreis bekommen sollte, dann ist es er hier und nicht Barack Obama. True, true. Meines Erachtens nach. Aber selbst
in diesem Zusammenhang müssen wir verstehen, dass wir in... Schreibt mal kurz rein, wie ihr dazu steht. Vertraut ihr diesen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanälen ARD, ZDF, vertraut ihr diesen? Wenn ja, eins, wenn nicht, zwei und wenn nicht, warum nicht? Seit wann habt ihr angefangen, diesen Nachrichten nicht mehr so richtig zu vertrauen? Zeitleben, wo wir die Informationen, so leicht wir sie auch bekommen, nicht mehr in der Lage sind, sie zu prüfen. Und wenn dann, und das dann in die Öffentlichkeit gerät, eher belächelt wird. Mhm. Nicht wahr? Also, wenn ich jetzt vom 11. September anfangen würde, dann klingelt sofort, oh, Verschwörungstheorien. Was aber mittlerweile alles aufgedeckt wurde in den Jahren, will schon gar keiner mehr hören. Heißt, selbst wenn alles wirklich eine inszenierte Sache war, interessiert es heute keinen mehr. Da sieht man eigentlich, wie weit die Menschen schon abgestumpft sind, um überhaupt noch real mitdenken zu können, was vor einigen Jahren waren und welcher Konsequenz wir heute leben. Und ich möchte es anhand eines Beispiels... Genauso auch Beispiel Corona, ne? Hat ja auch von einem Tag auf den anderen gefühlt niemanden mehr so richtig interessiert. Ja? Ein paar Leute, die sich dahingestellt haben und ein bisschen andere Meinung rausgehauen haben, die sogenannten Querdenker, wie sie ja bezeichnet wurden, da gibt es immer noch ein paar, die ihre Stimme erheben und sagen, ey, das muss aufgearbeitet werden, so, es muss ein Indizienprozess stattfinden, es muss geschaut werden, was in den letzten 2 Jahren auch innerhalb der Gesellschaft passiert ist, aber den Mainstream, habe ich das Gefühl, interessiert das gar nicht mehr. Null. Ich will es zeigen, nämlich von ARD und ZDF. Und zwar folgende Begebenheit. Am Sonntag, den 15.04.2012, berichtete über Syrien und zeigt dabei folgendes Video. In Homs soll es erneut zu Gewalt gekommen sein. Oppositionelle veröffentlichten Videoaufnahmen, die Granatenbeschuss und Schießereien zeigten. 3 Menschen sollen getötet worden sein. Video gemerkt? Okay, da geht's um Syrien. Das gleiche im Heute-Journal aus Kabul, Afghanistan. Sag mal, Bilder fasst zusammen, welche Informationen und Bilder bislang vorliegen. Einfach das gleiche Video, Bro. Digga, ich sag euch ehrlich, ey. Die Botschaft der Taliban ist klar. Wir sind identisch. Noch da. Sie müssen sich das so vorstellen. War jemand schon mal in Afghanistan von Ihnen? Nein, ich noch nicht. War schon mal jemand in Syrien von Ihnen? Wissen Sie, wie es dort aussieht? Also, die Leute wissen eh nicht, wie es aussieht, einfach das gleiche Video reinpacken und läuft der Laden, wa? Man muss Folgendes wissen. Gerade Redaktionen, die viele freie Journalisten haben, werden Kameraleute einfach mal rausgeschickt, um Fotos zu machen, Aufnahmen zu machen, damit genug im Archiv ist. Wenn jetzt aber, sage ich mal, die Politik möchte, dass ein bisschen Stimmung gemacht wird, dann gibt es natürlich eine Redaktion, die genau weiß, wie viele Bilder und wie viele aussagekräftige Videomaterialien im Archiv liegen. Also nutzt man die Gelegenheit, um jetzt politisch ein bisschen in Deutschland Stimmung zu machen und schaut, welches Video am besten dazu passt. Blöd ist nur, wenn 2 verschiedene Redaktionen zu 2 verschiedenen Berichterstattungen dasselbe Video benutzen. Das ist ein bisschen auffällig in dem Moment. Und das ist kein Einzelfall. Ist schon öfter passiert, ne? Habe ich auch mitbekommen. Hier, Bericht über Folter durch syrische Sicherheitsbeamte. Ja. Syriens Präsident Bashar al-Assad wurde einst als möglicher arabischer Reformer gehandelt. Aber je länger die Proteste in Syrien gegen seine Regierung andauern, desto klarer wird, was Assad eigentlich ist. Er ist ein Despot, er ist ein Diktator. Er lässt auf Demonstranten schießen, er lässt sie einsperren, er lässt sie verprügeln und vieles mehr. Und trotzdem gelingt es immer wieder, Oppositionellen anscheinend Gefangene durch Sicherheitskräfte geschlagen werden und geprügelt werden. Darauf sind verstörende Entsetzungen. Das Interessante ist, dass dieser Mann hier, ein Journalist, sagt, dass durch lebensbedrohliche Umstände dieses Videomaterial über die Grenzen geschmuggelt werden. Ja? Und anscheinend, und jetzt ist das Blöde ist nur, dass dieses Video bereits schon im Jahre 2007 veröffentlicht wurde. Es ist genau das gleiche Video, das war 2014 und das andere Video. 7 Jahre später, Bro, ich küsse doch euer Herz. 2007 schon existierte.
Also, das ist die Propaganda, von der ich auch vorhin geredet habe. Also, dass wir wirklich alle, jeder hat seine eigene Propaganda, jedes Land hat seine eigene Propaganda, um die Gesellschaft zu steuern. Wir merken es, wir bewegen uns hier in Deutschland nicht mehr in dem Rahmen des Öffentlich-Rechtlichen, was jetzt als seriöse Nachricht behandelt wird. Gibt es nicht mehr. Es ist ein Informationskrieg so. Wie willst du heutzutage noch an die richtige Information rankommen, was gerade wirklich passiert? Musst du eigentlich, das Einzige, was du machen kannst, ist vor Ort gehen oder jemanden, wenn du jemanden hast, der vor Ort ist oder der da lebt oder aus der Familie oder so, da direkte Berichte zu bekommen. Alles andere ist so schwer zu verifizieren heutzutage, dass man echt fast, man kann nichts mehr richtig trauen, weißt du, von beiden Seiten. Genauso auch diese ganzen Verschwörungsleute, die dann auf Telegram-Videos teilen und da ihre Propaganda auch machen, so. Das will ich gar nicht sagen, dass das nicht passiert, so, weißt du. Da kannst du auch nicht jedem Video und jedem Vortrag und jedem Geschehen, was da erzählt wird, kannst du auch nicht vertrauen. Deswegen ist es heutzutage so extrem schwer, die Wahrheit zu sehen, das zu sehen, was wirklich abgeht, weißt du. In Deutschland wird bewusst durch manipulative Information Stimmung betrieben. Und keiner kann ihnen sagen, weil sie hier eben sitzen, zu Hause, kann ihnen sagen, ob das die Wahrheit ist. Denn man vertraut ja den öffentlichen Rechten. Wir zahlen doch schließlich Gebühren, nicht wahr? Dafür zahlen wir Gebühren, dass man uns Lügen auftischt. Tag für Tag für Tag für Tag. Gesetzlich verpflichtet. Schmutz auch, diese GEZ-Gebühr ist auch Schmutz, Leute, oder? Fühle ich nicht. Und da kommen wir eigentlich zu einem Problem. Vor allen Dingen, Alter, wenn du gar kein Fernsehen guckst, so, ich gucke gar kein Fernsehen. Ich gucke, wenn ich einen Fernseher anmache, gucke ich YouTube-Videos oder irgendwie bei Netflix vielleicht mal, auch schon lange nicht mehr. Aber ich gucke definitiv keine öffentlich-rechtlichen Kanäle. Warum muss ich den Schrott bezahlen? Warum? Sehe ich nicht ein. Eben nicht wahr? Denn wem kann man denn dann noch trauen? Wem kann man denn wirklich noch trauen, wenn es darum geht, der Ukraine-Krise zu begegnen? Ist es wirklich so, dass Putin hier so der Aggressor ist? Guck mal, das Krasse ist, das Video ist von vor 5 Jahren und hört sich aktueller denn je an, ne? Corona, Ukraine. Spielen da nicht noch irgendwelche andere Fäden im Hintergrund? Weiß doch keiner. Wer recherchiert denn groß? Wer prüft denn heutzutage groß? Macht doch kaum jemand, oder? Es ist doch viel besser, sich berieseln zu lassen. Das ganze Motto steht unter diesem Begriff hier. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, oh, Weltordnung. Ja, wieder so ein Weltverschwörungstheoretiker. Wieder so einer. Wieder so ein Querdenker. Ihr seid doch die Querdenker, oder? Also, wer in den letzten Jahren genau aufgepasst hat. Tanner sagt gerade krass, dachte es aktuell. Nee, ist ein altes Video von 2017. Hat wird bemerkt haben, dass nicht nur Verschwörungstheoretiker über diesen Begriff mittlerweile ja, offen reden, sondern Politiker. Der Papst selbst fordert eine Weltordnung. Das ist keine Weltverschwörung mehr, das ist real. Amerikanische Präsidenten schon lange auch. Aber ich nenne es eigentlich nicht mehr Weltordnung, sondern ich nenne es Weltethos. Weil das ist es, worum es eigentlich am Ende gehen wird. Um einen Weltethos. Jetzt gibt es für diese Weltordnung 5 grundlegende Bausteine, auf das alles gegründet wird, weshalb die Massen auch in die Richtung gezogen werden sollen. Nämlich global initiierte Krisen, 11. September, Pearl Harbor, Vietnam, Operation Northwood, Bologna. Globale Kontrolle in der Politik, das heißt Auflösung der nationalen Souveränität. Globale Kontrolle über Medien, Nachrichtenkontrolle, Presse, Film und Fernsehen, Internet. Dann globale Kontrolle über den Finanzmarkt, Währungsunion, elektronisches Geld. Das wird relativ bald kommen. Schweden hat ja schon angefangen. Ja, wenn wir das ist krass, das hört sich so aktuell an, das Video, ne? Ach du Scheiße, ey. Vor allen Dingen, es geht ja immer mehr in die Richtung. Ich glaube, die westlichen Medien, gerade aktuell, was den Ukraine-Krieg zum Beispiel angeht, berichten eigentlich sehr monoton, genauso auch bei der Corona-Zeit. Also das kommt immer näher zusammen alles so. Kommt immer näher zusammen alles. Irgendwann gibt es ein Medienhaus, was über alle Medien einfach nur die Informationen streut, Bro. Heftige Sache auf jeden Fall. Bald nicht noch den Chip hier reinkriegen, fehlt noch.
Und natürlich globale Kontrolle der Religionsfreiheit. Ökumene, Weltkirchenrat, neue Gesetze zur Religionsfreiheit, Hate Speech und so weiter und so fort. Das sind die 5 Bausteine. Der wichtigste Baustein, um Menschen bewusst, egal in welche Bausteine ich sie auch immer drillen möchte, ist die Kontrolle über die Medien. Denn damit kann ich im Prinzip fast jeden erreichen. Diesen Herrn kennen Sie, oder? Maniac. George Bush Senior. Und jetzt achten Sie mal bitte auf das Datum. Vielleicht kann man es jetzt hier unten kennen. Am 11. September 1991 redet zur Lage der Nation, sagt er Folgendes. Und jetzt bitte, das ist rhetorisch. Wenn Politiker vorne stehen, ist es eine Anwaltssprache. Und Anwaltssprachen sind meist, wenn sie öffentlich sprechen, rhetorisch. Sprich, bitte immer zwischen den Zeilen lesen. Ganz wichtig bei Politikern. Und hier geht's jetzt, und da hat er praktisch im Kontext diese Weltordnung erwähnt. Und er sagt, jetzt bitte genau mitlesen, wo die verschiedensten Nationen zusammengeführt werden, um in einer gemeinsamen Sache einen weltumfassenden Menschheitstraum zu verwirklichen. Es geht um die neue Weltordnung. Jetzt 11. September 91. 91. 11. September 2001. Heftig. Ich schwör's dir. Lassen Sie uns nochmal das Ganze wirklich, also vielleicht von hinten aufzäumen. Es gibt einen Menschheitstraum, der erreicht werden soll. Welcher ist? Eine gemeinsame Sache. Weltumspannend. Heißt, alle Völker, alle Stämme, alle Nationen sollen zu diesem Menschheitstraum geführt werden, zu dieser Weltordnung. Indem es zwar verschiedene Nationen gibt, aber alles eins sein soll. One World, schon mal gehört? Die Kampagne? One World? Das ist genau dieser Satz. Das beinhaltet genau diesen Punkt. Und jetzt kommt man an, wenn man jetzt geschichtlich zurückschaut, müsste man doch jetzt eigentlich merken, das hat man doch schon mal gehört. Die Geschichte wiederholt sich doch. Babylon? Erinnern Sie sich noch? Wo alle Menschennationen zusammenkamen in einer Sprache, alles eins sein sollte? Ist es dann nicht interessant, dass die EU der Vorreiter dafür ist? Im Prinzip das trojanische Pferd Amerikas, sage ich mal. Schauen Sie mal. Das hier war das erste offizielle Plakat der UNO, der EU. Ja? Jetzt lesen Sie mal bitte mit. Europe, many tongues, one voice. Europa, viele Zungen, eine Stimme. Also viele Sprachen, aber dennoch eine Stimme. Okay? Jetzt, was wird hier gebaut? Lauter? Der Turmbau zu Babel. Haben Sie mal gesehen, wie die Sterne dort gezeigt werden? Stehen die richtig rum oder? Sie stehen nach unten gedreht. Jetzt muss man natürlich wissen, warum gibt es einmal Sterne nach oben und einmal Sterne nach unten. Nun, in meinen Recherchen gehe ich immer so weit, dass ich immer zurück zum Ursprung gehe. Für mich ist keine andere Recherche besser als das, dass ich immer zum Ursprung gehe. Recherchieren, man, fühle ich. Und der Ursprung von Sternen, gerade im okkulten Bereich, hat immer zwei Seiten. Eins, wo die Spitze nach oben zeigt und eins, wo die Spitze nach unten zeigt. Das heißt androgen. Männlich, weiblich. Ja? Gut, böse. Yin, yang sozusagen. Der Kopf nach unten ist das Androgene, was im Prinzip das Satanische aufweist. Jetzt werden Sie denken, oh, jetzt redet er wieder. Ich werde noch nachher drauf kommen. Jetzt ist er tief drin in der Recherche, der Bruder, auf jeden Fall. Aber merken Sie sich einfach, dass sehr viel mit okkulten Symbolen gearbeitet wird, was man auch aus der Freimaurerei heraus kennt zum Beispiel. Ist es nicht auch interessant, dass das Parlament in derselben Architektur gebaut wurde wie eben dieser anscheinende Turmbau zu Babel? Da kommt er nicht mehr raus, sagt der Yasser. Jetzt, dennoch, wie schafft man es, global gespannt alle Menschen in diese eine Richtung zu bekommen? Dass sie sich mit einreihen, zu sagen, eine Welt, verschiedene Sprachen, aber einen gemeinsamen Menschheitstraum zu haben, dass jeder da zustimmt. Wie ist das möglich? Geht doch gar nicht. Die Menschen müssen sich doch entscheiden, oder? Das zu wollen. Krisen.
Nun, das Beste ist natürlich durch Medien, aber das allein reicht nicht aus. Um zu manipulieren, muss globale Krisen wirklich in das Gehirn des Menschen hineinkommen. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt mal. Unser Gehirn besteht aus mehreren Teilen, die für bestimmte Wahrnehmungen verantwortlich ist. Der wichtigste Bereich des Gehirns ist der sogenannte Frontal Lobe, der Frontallappen. Warum? Weil in diesem Bereich die Spiritualität, die moralischen Werte, der Wille und der Charakter geformt wird. Ist da auch die Zirbeldrüse am Start? Zirbeletin Man? Ich versuche es Ihnen jetzt mal so zu erklären. Auf dem natürlichen Wege geschieht Folgendes. Wenn wir Informationen hören oder sehen, wird es zuerst durch unseren Frontallappen gefiltert. Und diese Information wird dann entweder in die linke oder rechte Gehirnhälfte abgelabert und das, was wir uns noch behalten wollen, landet ins Unterbewusstsein. Ja? Das wäre der normale, natürliche Weg. Ja? Frage, wie entsteht Charakter eines Menschen? Durch Erfahrung. Auch, ja. Durch Gewohnheiten. Auch, ja. Erziehung. Auch, ja. Aber das allein reicht nicht aus. Um einen Charakter zu festigen, muss etwas geschehen bei Ihnen. Die Wiederholung. Auch? Es steht sogar dran. Willen. Selbst wenn Sie Erziehung haben, das Kind muss sich doch entscheiden, es zu wollen, nachzuahmen, oder? Ohne den Willen kann keiner was tun. Wenn Sie nicht wollen, machen Sie es nicht. Ist doch klar. Aber jetzt kommt alles, was Sie gesagt haben. Umso öfter Sie es wiederholen und Sie wollen es, dass es sich wiederholt, dann machen Sie es auch. Ihr Wille ist das A und O der ganzen Entscheidungsfrage. Und umso mehr ich Ihren Willen unterdrücke und in falsche Richtungen lenke, umso besser kann ich Sie steuern. Nämlich nach Emotionen, nicht nach klarem Denken. Deswegen handeln die meisten Menschen nur aus dem hohlen Bauch heraus, aus Emotionen und nicht nüchtern nachgedacht. Weil wir es verlernt haben, zu denken. Und mittlerweile hat man ja herausgefunden in den Studien, dass Kinder mittlerweile es nicht mehr schaffen, 10 Minuten konzentriert an einer Sache zu sein. Sie schaffen es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir haben eine Generation gezüchtet, die nicht in der Lage ist, 10 Minuten konzentriert. Das war 2017. Und in dieser Zeit bis heute ist die App TikTok auf den Markt gekommen. Ich denke, das hat die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder nochmal drastisch nach unten geschraubt. So. 10 Sekunden, 8 bis 10 Sekunden. Mehr läuft da nicht mehr. An einer Sache zu arbeiten. Geht nicht mehr. Vorbei. Geht nicht mehr. Also heißt, dass dieser Bereich ein Angriffspunkt ist. Und die Medien nutzen genau diesen Bereich, um unseren Willen zu lenken und zu steuern. Ja, wie kann das denn passieren? Es gibt, und da können Sie, denke ich, jeden Psychologen und Wissenschaftler fragen, ich meine, ich weiß es ja selbst auch, dass es einzig und allein nur möglich ist durch Hypnose. Einzig und allein durch Hypnose. Und jetzt lesen wir mal, was Hypnose grundlegend bedeutet. Jetzt nicht vertieft wissenschaftlich, sondern wirklich einzig und allein, was Hypnose bedeutet. Dort heißt es, als Hypnose wird ein Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance bezeichnet, welche durch vorübergehend geänderte Aufmerksamkeit und meist tiefe Entspannung gekennzeichnet ist. Die Begriffe Hypnose und hypnotische Trance werden häufig synonym verwendet. Jetzt Achtung! In diesem Zustand sind sowohl die Ansprechbarkeit des Unbewussten, Hinterkopf, als auch die Konzentration auf eine bestimmte Sache stark erhöht. Die Kritikfähigkeit des Bewusstseins, Frontallappen, in gleichermaßen reduziert. Also was mit unserem Kopf passiert, ist Folgendes. Der natürliche Weg wird plötzlich umgedreht. Das heißt, durch Hypnose schalte ich meinen Filter vorne ab. Und jede Information, die ich jetzt bekomme, landet zuerst ins Unterbewusstsein und wird von da abgerufen. Jetzt stellen Sie sich das bitte mal vor. Ihre Psyche ist ein Haus. Und nur Sie... Sehr interessanter Vortrag, oder, Freunde?
Sie allein haben den Schlüssel, sonst niemand. Wer kommt denn sonst in ihre Psyche hinein? Es sei denn, sie erlauben einen Hypnotiseur, in ihre Gedanken einzugreifen. Was dann passiert, ist Folgendes. Sie übergeben den Schlüssel an jemand Fremdes. Und er hat die Erlaubnis, jetzt in ihre Zimmer einzutreten, wo sie Gedankenbilder aufgehängt haben. Verstehen Sie, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, was sie alles in ihrer ganzen Laufbahn abgehängt haben in verschiedenen Räumen. Jetzt kommt die Person in irgendeinen Raum und verändert nur ein Bild. Vielleicht hängt es woanders hin, in einem anderen Raum, spielt keine Rolle. Aber es verändert was. Was dann passiert ist, nachdem sie wach werden, ist, dass dieses Bild, was vorhin für diesen Platz da war und das Emotionen hervorruft, jetzt woanders abgelegt wurde und plötzlich merkt man, dass sie sich anders verhalten, sich plötzlich anders geben oder vielleicht sogar anders entscheiden. Nur durch diesen einen manipulativen Einfluss. Das passiert jetzt natürlich, wenn man jetzt unter Hypnose steht bei einem Hypnotiseur. Vielleicht, wenn man jetzt Probleme mit dem Rauchen hat, ja, kann man sowas sicherlich lösen. Wäre eine Möglichkeit. Aber wer sagt denn, dass ich nur dieser Person meine Gedanken öffne und nicht vielleicht noch anderen Einflüssen? Dann heißt es, dadurch können bestimmte Phänomene verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden, wie beispielsweise, Achtung, Änderungen des Bewusstseins und des Gedächtnisses, Kontrolle des vegetativen Nervensystems, vermehrte Empfindlichkeit für Suggestionen, sowie für normales Bewusstsein ungewöhnliche Reaktionen und Vorstellungen. Die Definition ist nur vage, da die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht werden. Also selbst nach so vielen Jahren Freud werden die physiologischen Vorgänge noch immer erforscht. Der Zustand der Hypnose ähnelt natürlich spontan auftretenden Zuständen, die man vor allem beim Einschlafen und Aufwachen sowie bei Tagträumen konzentriert im Lesen eines Buches oder Schauen eines Filmes erleben kann. Die Wahrnehmung ist eingeengt und die Konzentration des Bewusstseins auf eine bestimmte Sache gerichtet. Das Buch, der Film oder aber auch die Worte des Hypnotiseurs. Jaralia schreibt gerade, ja, viele verhalten sich wie Zombies. Wollte ich gerade sagen, wenn man so ein bisschen durch die Gesellschaft läuft, dann hat man das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht mehr richtig da sind. Jetzt ohne Scheiß, weil ich bin zum Beispiel einer, ich gucke viel. So, ich gucke Menschen auch in die Augen, versuche irgendwie eine Verbindung herzustellen und so. Und gerade hier bei uns ist es so, dass die Leute einfach wie Zombies so durch die Läden laufen, durch die Stadt laufen und man gar nicht mehr spürt, dass man miteinander verbunden ist und eine Connection auch hat, weißt du? Und was ich auch merke, ist, dass viele Leute auch einfach eins zu eins das wiedergeben, was die Medien sagen, wenn es um bestimmte Themen geht. Man merkt richtig, dass es gar nicht deren eigene Meinung ist, dass es gar nicht deren eigenes Bewusstsein ist, was diese Entscheidung getroffen hat, zu dem zu stehen, was der da gerade sagt, sondern der wiederholt einfach nur noch die Dinge, die gesagt wurden von einem bestimmten Medium oder von einer Zeitung oder, weißt du, wie ich meine, von irgendeinem aktuellen Narrativ. Es geht gar nicht mehr richtig darum, so, was denkst du eigentlich, wer bist du eigentlich, was sagt dir dein Gefühl, was sagt dir dein eigener Verstand, sondern man übernimmt einfach nur noch die Dinge, wo man denkt, okay, mit der Meinung bin ich auf der sicheren Seite so. Und das treibt uns alles, glaube ich, voll davon weg, individuell zu sein, Mensch zu sein, weil jeder denkt eigentlich anders so. Jeder würde eine andere Entscheidung treffen, jeder hat eine andere Meinung zu Dingen, aber das wird immer mehr gleichgeschaltet, habe ich das Gefühl. Jetzt, eine meiner beliebtesten Autorinnen hat im Jahre 1901, und ist keine Psychologin, ja, und es gab damals noch kein Fernsehen und Hypnose erst recht nicht, das hieß auch früher ganz anders, schrieb sie, jetzt bitte Achtung, 1901 war das, über Hypnose, eine gefährliche Methode. Ich habe deutlich gesagt, was ich von dieser gefährlichen Methode halte, die lehrt, dass ein Mensch einen anderen geistig unter seine Kontrolle bringen soll. Kein Mensch darf mit dieser Methode, in der ein Mensch einen anderen seinen Willen unterwirft, experimentieren. Eine Methode, die große Gefahren in sich birgt. Wir fordern euch nicht auf, euren Willen dem Willen eines anderen Menschen zu unterwerfen. Das ist krass, weißt du, wie ich meine? Weil es ist einfach Facts, dass genau das auch in der Corona-Zeit passiert ist. Die Menschen wurden hypnotisiert von den Medien und von den Einflüssen von außen, von der Spaltung in der Gesellschaft, dass von diesen ganzen Leuten, die sich impfen lassen haben, bin ich mir sicher, dass mindestens die Hälfte das nur gemacht hat wegen Beeinflussung von außen und niemals selber so entschieden hätte. Diese Seelenheilungsmethode, so hieß es früher, Hypnose,
ist die schlimmste Methode, die es gibt. Jeder schlechte Mensch kann sie einsetzen und seine eigenen üblen Gedanken ausführen lassen. Auf solche Methoden dürfen wir uns nicht einlassen. Wir sollten uns dafür fürchten und nicht einmal annähernd etwas davon in unsere Einrichtungen eindringen lassen. 1901. Eine Frau, die keine Ahnung hatte von Psychologie, von ärztlichem Hintergrundwissen, was es überhaupt in der Psyche anrichtet, so eine Seelenheilungsmethode. Aber sie hat damals schon Punkte auf den Nenner gebracht, die die Wissenschaft ja heute entdeckt. Allerdings zu spät. Meines Erachtens nach. Sare Finseraf sagt, wer hat sich mal hypnotisieren lassen, bewusst? Ja, mal gute Frage in den Chat. Hat jemand von euch sich schon mal hypnotisieren lassen? Dennoch. Also jetzt bewusst, nicht von Medien oder so, sondern bewusst? Wir gehen ja zu keinem Psychologen und lassen uns irgendwie berieseln durch Hypnose und lassen dadurch unsere Gedanken verändern. Jetzt, wie schafft man es, dennoch Menschen durch Hypnose zu beeinflussen? Kennen Sie dieses Gerät? Allein dieses Bild so, ganz ehrlich, wenn deine Seele dahin guckt, wenn dein Menschsein dahin guckt, dann denkt es sich, Digga, das kann nicht gut sein. Weißt du, was ich meine? Wie die da vor der Glotze hängen. Ja, ne? Fast in jedem Haushalt zu finden. Jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder, naja, wie kann ein Fernseher überhaupt mich in eine hypnotische Form bringen? Wie soll das funktionieren? Wissen Sie eigentlich, wie unser Gehirn gemessen wird, mit welchen Frequenzen? Weiß das jemand? Herz, oder? Mit Herzfrequenzen. Frage, wissen Sie eigentlich, wie ein Fernseher getaktet wird? Herz, Radius auch. Mit Herz. Jetzt versuchen Sie mal mitzudenken. Diego Official 10 sagt, Peace Bro, freue mich schon auf die Highlights, dass ich mir das nochmal von Anfang an anschauen kann. Dein Content in letzter Zeit bringt mich wieder auf den Weg, mich mehr mit dem Leben zu beschäftigen. Feier dich schon seit Tag 1, Broski, keep going. Wünsche dir nur das Beste, Homie. Ich küsse dein Herz, Diego. Einmal Bizeps für dich auf Nacken, Brudi. Ich küsse dein Herz, Brudi. Danke für die schönen Worte. Feier, Ecke. Mit durch Herzfrequenzen gesteuert werden, durch Impulse im Gehirn. Und der Fernseher mit derselben Frequentierung arbeitet. Jetzt nur mal eine... Ja, bitte. Entspannt sich der Mensch und ungefiltert geht es ins Unterbewusstsein. Kennen Sie dieses Gesicht beim Fernsehen? Man ist voll drin. Schon mal gesehen? Warum ist das wohl so? Die Taktung bedeutet ja nichts anderes. Also man muss es so sehen. Der Fernseher, das Bild wird ja aufgebaut von oben nach unten, reihenweise. Ja, sehr schnell. Und diese Taktung bewirkt, dass unsere Netzhaut mit einer bestimmten Frequenz befeuert wird. Permanent mit Licht. Ist ja nichts anderes als Licht. Ja? Jetzt, das allein verhilft noch nicht, dass wir unter Hypnose geraten, sondern, und das ist eigentlich eine mathematische Gleichung, wirklich genial eigentlich. Eigentlich absolut genial. Hätte ich das schon damals erfunden, wäre ich heute Trillionär. Die Taktung des Fernsehs, weil es ja gleichmäßig funktioniert, auf die Netzhaut, das direkt ins Gehirn wandert, und jetzt kommt's. Plus die Bildwechseln, die Sie ständig sehen. Meine Frage, jetzt mal so ein bisschen an die jüngere Generation. Wenn jemand von der jüngeren Generation einen Film aus den 60er Jahren sich anschaut, 50er Jahren, schwarz-weiß, sind die spannend für euch oder eher so langweilig? Kommt drauf an, aber die meisten sind langweilig für die jungen Leute. So ist genauso wie jetzt, wenn du denen jetzt so einen Vortrag reinballerst. Deswegen ist meine Zuschauerschaft auch in einem relativ so Mittelalter, würde ich sagen, so von 20 bis 35, 38, glaube ich, sind hier so die Zuschauer, weil es halt einfach für ganz junge Leute viel zu langwierig ist. Die wollen halt diese Fitner-Twitcher sich reinziehen, wo auf Schlag irgendwas passiert, irgendjemand beleidigt wird, irgendwas in denen getriggert wird, damit sie sich lebendig fühlen. So.
das ist halt crazy. Weißt du, wie ich meine? Das ist dieser Dopamin-Shit auch. Und man lässt sich von dem allen beeinflussen. Man darf das nicht unterschätzen. Ich bin mir fast sicher, dass, ja, reden wir gleich weiter. Schon, ne? Warum? Weil eine Kamera mindestens eine Minute lang alles mitverfolgt. Ja, mitläuft, steht. Keine Bildwechsel. Schaut man sich allein Talkshows an, das muss ja nicht mal ein Film sein, das reicht ja schon Talkshows, wie schnell jedes Mal das Bild wechseln muss. Alle 7-8, und das können Sie stoppen. Alle 7-8 Sekunden ändert sich die Kameraperspektive. Und das ist die Gleichung. Die Frequenz plus die ständigen Bildwechseln bewirken Alpha-Frequenzen. Und Alpha-Frequenzen, schauen Sie mal, das hier sind Gamma-Wellen. Das ist praktisch der Bereich vom Frontallappen her jetzt berichtet, wo wir in einem, wenn wir zum Beispiel lernen, ja, tief irgendwie uns hineinstudieren in eine Thematik, da sieht man mal, wie der Frontallappen eigentlich arbeitet. Hochfrequentiert. Das ist so der Zustand hier bei den Beta-Wellen, wenn ich eine Konversation habe mit jemandem. Angestrengt, angeregt. Hier, das sind Alpha-Wellen. Das ist jetzt schon die Phase, wo das Gehirn anfängt zu relaxen, runterzufahren. Und das ist eigentlich genau die Phase, wo der Mensch aufhört, zwischen Denken und Herunterkommen sich einzugleisen. Ja? Und dann geht es hier runter in die Theta, wo ich jetzt anfange, so den Tag so langsam zur Neige gehen zu lassen und ich mich jetzt vorbereite, ins Bett zu gehen. Und hier ist natürlich dann, wenn ich im Schlafmodus bin. Ja? Da sieht man, dass eben der Frontallappenbereich in seinen eigenen Bearbeitungsmöglichkeiten hier in der Frequenz mal stärker und mal schwächer arbeitet. Und ausschließlich und allein ausschließlich Hypnose entsteht, wenn Alpha-Wellen auftreten. Alpha-Wellen ist gleich, im Prinzip immer Hypnose. Ob jetzt klein oder groß, spielt keine Rolle, aber das ist im Prinzip der Türöffner für die Hypnose. Okay? Jetzt wollen wir einen kleinen, ach bevor ich das mache, noch ganz kurz eine Information zu unseren beiden Gehirnhälften noch. Wenn die Information, die wir hören oder sehen, verarbeitet werden soll vom Frontallappen, landet in der linken Gehirnhälfte alle Informationen, die wir analytisch, kritisch und logisch einordnen. Dafür ist die linke Gehirnhälfte zuständig. Okay? Die rechte Gehirnhälfte ist für die Emotionen, für das Gestalterische und für das, also Kreative und das, sage ich mal. Und die heilige Geometrie, haben wir gelernt, regt beide Gehirnhälften an. Ich küsse euer Herz. Medi sagt darum, vor dem Schlafengehen TV ausmachen, Kinder. Nicht nur TV, auch das Handy. Ich erwische mich selber manchmal, wie ich noch im Bett am Handy mir ein paar Sachen reinziehe, so. Und merke dann, wie die Dinge auch in mein Unterbewusstsein reingehen, über die Dinge automatisch denkst du nach, du träumst eventuell von den Sachen. Also am besten mit positiven Frequenzen am Abend arbeiten. Das hilft mir am besten, wenn ich mir noch ich habe ein paar Kanäle, die so Meditationen haben, beziehungsweise auch Talks in Richtung Bewusstsein mit meditativer Musik hinten dran, mit der Frequenz, die uns am besten tut. Und das gibt euch einen besseren Schlaf und ihr werdet auch von besseren Dingen träumen und auch fitter und fröhlicher aufwachen. Und auch nach dem Aufstehen nicht direkt ans Handy gehen, nicht direkt davon bestrahlen und beschallen lassen, sondern erstmal aufstehen. Was ich nach dem Aufstehen aktuell mache, ist, ich höre klassische Musik und räume die Wohnung ein bisschen auf. Und mache dann mein Yoga, mache dann meine Hampelmänner, meine Sit-Ups, meine Liegestütze so. Aber ich versuche noch nicht am Handy irgendwelche Arbeiten oder so zu erledigen, weil das prägt einen dann auch über den ganzen Tag. Ja? Klassische Musik kann ich auch nur ans Herz legen. Bringt mich zum Beispiel auf einen sehr guten Vibe so. Eimerische, wie würde ich sagen, fantasievoll. Schläfst du ohne WLAN? Ich schlafe mit Flugmodus, ja. Angeregt wird. Ja? Interessant ist, dass bei Alpha-Frequenzen im Gehirn die linke Gehirnhälfte ebenfalls heruntergefahren wird in ihrer Arbeitsweise. Bedeutet, dass man nicht mehr kritisch, analytisch und logisch denkt. Verstehen Sie, was ich meine? Sobald wir Informationen mitbekommen wollen, über die wir logisch nachdenken sollen, können wir es beim Fernsehen nicht wirklich. Warum? Weil wir automatisch und so trainiert sind, unseren Gehirnpegel runterfahren zu lassen. Und jetzt haben wir ein Problem.
Wenn wir jetzt alle Informationen nicht mehr logisch und kritisch, sondern emotional mitbekommen, wie entscheiden wir dann? Emotional oder logisch? Jetzt Frage. Ich meine, Hollywood ist ja immer gerne so das Vorreiterbeispiel, wie es zum Beispiel, wie Liebe aussehen soll, ja, wie Romantik aussehen soll. Da ist ja Hollywood sowieso Nummer eins. Jetzt kommt man mit seinem Freund oder Freundin ins Kino, schaut sich so eine Hollywood-Schnulze an, ja, wo es Achterbahn gefahren wird, wo Emotionen mitgerissen werden. Der Film ist aus, man geht aus dem Kino hinaus, schaut sich seinen Partner an und denkt, ja. Nicht der schon wieder. Warum ist das wohl so? Weil ein perfektes Bild präsentiert wird, genauso mit Social Media. Die Leute präsentieren da perfekte Bilder von ihrer Beziehung, von ihrem Leben, teilweise von ihren Kindern und den Umgang mit ihren Kindern und so, und präsentieren natürlich nur die schönen Seiten. Und dann sitzt du zu Hause und ziehst dir das rein und denkst dir, scheiße, mein Leben ist kacke, ich bin eh nichts wert, und man fängt an, sich zu vergleichen und diese ganze Scheiße. Das bringt uns alles von uns weg und macht uns depressiv. So, sage ich euch ehrlich. Deswegen gucke ich auch gar keine Stories mehr von irgendwelchen anderen Leuten. Ab und zu von engen Freunden. Laura zum Beispiel ziehe ich mir immer rein. Justine und so. Einfach zu gucken, wie es denen geht und so. Das gibt mir auch gute Vibes. So ein bisschen Kontrolle. Du weißt doch, wie es läuft. Von meinem Bruder, von meiner Mom. Das war's aber auch. Weil ich will mich nicht beeinflussen lassen von den Leben von anderen. Weißt du, du sollst dein eigenes Leben im Fokus haben und da die meiste Zeit investieren und dich nicht runterziehen lassen, weil ein anderer vielleicht ein Leben lebt, was so scheint, als ob es besser wäre als deins. Weil hinter diesem Eisberg verbirgt sich noch ganz viel, Freunde, ja? Ganz viel. Die Bedürfnisse emotional, was Hollywood zeigt, real nicht existieren. Oder? Oder haben sie das jemals real erlebt, was sie in Filmen gesehen haben? Ist es jemals passiert? Mal eine Frage, ernsthaft. Haben sie das jemals live erlebt? Nein, es ist eine Illusion. Deswegen ist für uns allein vom menschlichen Denken her schon so, dass wenn wir über Beziehung oder Liebe oder Romantik nachdenken, sind die ersten Bilder, die uns emotional im Unterbewusstsein abgerufen werden, Kinofilme, Kinodarstellungen, Illusionen. Du solltest dein eigenes Leben zu einem Film machen. Weißt du, ich meine, es war immer so meine Devise. Ich will mein Leben so gestalten, dass das für mich das der ultimative Movie ist. So, ich brauche mir keine anderen Movies oder andere Leben reinziehen, um mich besser zu fühlen, sondern ich will mein eigenes Leben zu einer Art Film machen. So, das kann ich nur jedem ans Herz legen, das so für sich zu verinnerlichen und wirklich sein eigenes Leben so zu gestalten, wie man es gerne haben möchte. Dann brauchst du dir auch keine anderen Leben mehr so auf Krampf reinziehen und dich daran ergötzen, so, weißt du? Hollywood. Und haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Für mich ist es kein Wunder mehr, warum wir mittlerweile, und ich sage jetzt mal unter vorgehaltener Hand, im Prinzip ist fast, also unter der Gürtellinie, ist fast jede, Dankeschön, ist eigentlich fast jede zweite Ehe gescheitert. Weil die Bedürfnisse nicht mehr so gestillt werden, wie sie gestillt werden sollen. Gibt es nicht. Jetzt schauen wir uns mal etwas an, wie diese subliminale, und ich nenne es jetzt bewusst so, unterschwellig. Was für ein Bild. Subliminal Botschaften in unser Denken eingetrichtert werden sollen. Einen kleinen Test. Können Sie auf diesem Bild irgendwas erkennen, was nicht zur Aussage des Bildes gehört? Ruhig raus. Ja. Also dort unten, zwischen den Blättern, die Form eines Wortes, okay, eigentlich nur in eine Ehe gehört, nicht in ein Bild. Mhm. Können Sie es auch sehen? Nee. Jetzt lasse ich es erstmal alle gucken. Was meint der? Kann man es lesen? Okay. Steht da was oder was? Wer sieht da was auf dem Bild? Was nicht zur Aussage des Bildes gehört? Da steht Sex. Echt? Wo? Können Sie es lesen? Noch nicht? Okay. Ah, krass. Es
E und X. Es kommt. Das habe ich jetzt auch nicht auf Anspruch, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gesehen. Ganz drauf an, wie wir die Dinge sehen. Also das nennt sich subliminal. Ein Bild, was eigentlich eine völlige andere Aussage hat, hat im Hintergrund eigentlich noch eine andere Botschaft, die Sie eigentlich mitbekommen sollten, unterbewusst. Deswegen unter Hypnose. Vielleicht zeige ich es mal so. Es... Von diesen Subliminalbotschaften habe ich mir auch schon mal so 2-3 Videos reingezogen von Filmen, auch teilweise Kinderfilmen, was da für Botschaften drin sind. Auch Disney-mäßig und so. Das ist auch schon krass, Digga. E? Also da sind teilweise Geschlechtsteile und so einfach in Kinderfilmen drin. Das ist schon... verdächtig, nenne ich es jetzt mal. Und X. Okay. So, jetzt warum gerade, also mit diesen 3 Buchstaben kann man übrigens am besten manipulieren. Sie würden sich wundern, aber es ist tatsächlich so. Ich werde Ihnen jetzt mal aus der Sicht der Werbebranche einige Subliminale, es geht jetzt wirklich nicht um Sensationsgier. Ich zeige Ihnen, wie die Werbebranche allein schon bei unseren Kindern anfängt, mit dieser Wortbezeichnung subliminal eine, ich sage jetzt mal, eine Konsumabhängigkeit zu schaffen. Unterschwellig. Unterschwellig, genau. Kann man das Bild gut sehen? Also, ach du Scheiße. Links sieht man, die Schatulle ist geschlossen, die Beine sind über Kreuz. Rechts, der Diamant ist zu sehen, die Beine sind nicht mehr über Kreuz. Open those legs, motherfuckers. Brot ist Leben. Ach du Scheiße, guck mal. Was geht bei den Skittles ab? Ah, da ist Sexplosion. Sie lesen unten? Sexplosion? In den meisten Fällen, wenn es um Eiswerbung geht, werden meistens sowieso nur Frauen abgelichtet. Das ist ein Bierkrug. Hier, in der Cornflakes-Tüte, SEX. Ja. Ich habe noch nie so eine Käsefachverkäuferin gesehen. Sex sells halt, ne? Ist halt so. Ich habe letztens auch so einen Malerbetrieb oder irgendeinen so Betrieb für handwerkliche Tätigkeiten. Da haben die Werbung gemacht, auch einfach mit so einer sexy Frau drauf, so, was gar nichts damit zu tun hat. Im Supermarkt. Aber es muss wohl so am besten klappen. Ich muss nicht viel dazu sagen. Das sagt letzten Endes alles. Aber wie gesagt, schauen Sie, das, was jetzt in Ihrem Gehirn vor sich geht, ist genau das, was wir ständig trainiert werden zu denken. Jetzt ertappt man sich plötzlich selbst. Und auch Kinder werden da überhaupt gar nicht, wird überhaupt nicht zurückgeschreckt, selbst Kinder als Werbemittel zu benutzen. Das hier ist ja auch ein Plakat noch aus den 80ern. Das waren die Apple-Computer damals. Natürlich, man sitzt auf dem Monitor. Ist ja klar, nicht vor dem Monitor, nicht wahr? Aber das allein sagt doch gar nichts aus, wenn man vor allem auf das Bild genau schaut, was da eigentlich zu sehen ist, nämlich eine Rakete, die startet. Bildsprache. Hier auch ein Bild aus den 80ern, das muss ich auch jetzt nicht erklären, das sieht man auch so. Also voll bis oben hin. Und das sehen Kinder, das sieht man jeden Tag, wenn man mit dem Auto an irgendwelche Litfaßsäulen vorbeifährt. Aber man nimmt es nicht mehr so wahr. Verstehen Sie? Ist schon normal geworden. Auch dieser ganze, weißt du, das treibt uns schon sehr in diese sexuelle Richtung rein. Ne? Auch mit Pornokonsum und Zugriff auf so viele verschiedene Dinge, die man sich reinziehen kann. Überall findet Sexualisierung statt. Das ist schon krass. Weil wir in unserem Denken schon so in eine Richtung trainiert worden sind, dass es uns eigentlich nur noch überfährt. Und wir nicht mehr logisch denken können. Das allein, das ist jetzt eine ganz neue Werbekampagne für Alkohol. Aber hier geht es nicht allein um Alkohol, sondern ja, um das, was eigentlich bildsprachlich vermittelt werden soll.
ich finde es halt noch heftiger, was in wirklich explizit für Kinder gemachte Filme von Disney teilweise, was da für Dinge drin sind, so. Das finde ich noch krasser, weißt du? Weil in dieser Medienwelt hat sich halt mittlerweile rausgestellt, dass Sex sells, so. Und die meisten benutzen einfach sexuelle Dinge, weil die ganz genau wissen, das zieht am meisten, das catcht am meisten. Genauso auch wie YouTuber oder so wissen, dass wenn die mit Mädels was drehen oder wenn mit Mädels irgendwas Thumbnail-mäßiges oder irgendwas im Titel drin steht, Leute haben halt mittlerweile verstanden, dass Sex sells. So ganz früh haben die das schon verstanden. Aber was halt, was ich noch viel kritischer sehe, ist halt die Sachen, die eingebaut werden in Filmen, die explizit für Kinder gemacht werden. Und was jetzt auch gerade stattfindet, so die Frühsexualisierung der Kinder, dass man die schon so früh mit irgendwelchen sexuellen Thematiken beeinflusst und den auch diese ganze Gender-Geschichte und so und schwulen Lesben-Kitas und diese ganze Geschichte, das sind alles Sachen, wo ich finde, Kinder sollte man versuchen, so lang wie möglich davon fernzuhalten. Früher oder später kommt das sowieso, aber umso früher, glaube ich, umso mehr Schäden kann es auch verursachen. Ha? Na, komm. Das hier. Was ist das denn? Guck mal hier oben rechts, Diggi. Ach du Scheiße. Das sind eigentlich hier so Knödel-Vibes-mäßig und so ein Chicken Leg, wa? Das ist die Vogelperspektive. Das sind meine, das ist das Knie und das ist mein großer Zeh. Also nur, damit Sie mal sehen, wie die Werbebranche sich immer mehr Dinge einfallen lassen muss, um Menschen auf sexuellen Gefühlen zu reizen, damit sie in eine, ja, in eine Konsumabhängigkeit geraten. Das ist auch sehr interessant. Kennt man ja, dass man ja, wenn man zu, oder auch nicht kennt, wenn man zu McDonald's geht, hat man immer auf diesem Brett so ein Papier drauf liegen. Und da gab es eine Zeit lang eben dieses Bild zu sehen. Und ich habe mich gefragt, was würden Sie sagen, wie alt dieses Mädchen hier ist? Oh. Pi mal Daumen. Könnte schon volljährig sein eigentlich, oder? Auf jeden Fall nicht über 20, oder? Noch sehr jung. Ist es denn nicht dann erst recht verwunderlich, wenn man sich die Achsel noch mal, Achselhöhle genau anschaut? Ich zeige es Ihnen vorher noch mal. Vorhin sah es so aus, ja? Und ganz ehrlich, wenn so eine, sag ich mal, 18-Jährige so die Hand den Arm hält, okay? Ich meine, wenn man genau hinschaut und ein bisschen Ahnung von Bildmanipulation hat, weiß man, dass das Bild manipuliert worden ist und sieht nach etwas aus, was, naja, genau. Echt, ja? Okay, das war aber auch, da kann man schon, das ist schon eine Interpretationssache, oder, Alter? Kann doch passieren, oder nicht, Digga? Meine Achsel sieht doch so aus. Ich bin zwar jetzt nicht mehr 18, aber gefühlt. Old Spice ist ein Aftershave. Passende Bild dazu, nicht wahr? Hat zwar überhaupt gar keinen Sinn. Krass, check mal Mao am ab, Alter. Mao am mit in, man. Mao am. Was wollt ihr da? Mao am. Gibt's Mao am eigentlich noch? Es drückt hier etwas aus. Hier, Mao am. Hier werden, naja, Sie können sich ja denken. Und dann kommt es auch nicht von ungefähr, weshalb dann an solchen großen Veranstaltungen, wenn jetzt wie in diesem Fall, zum rechten Zeitpunkt die Kamera dann schwenkt, wenn im Hintergrund auch die richtige Werbung zu lesen ist. Also man achtet immer darauf, was gezeigt werden soll, wie es gezeigt werden soll. Und wenn man schon weiß, dass man eine Gesellschaft wirklich schon so manipuliert. Das ist auch immer mehr abgestumpfter geworden, ne? Früher müsst ihr mal überlegen, also zu meiner Zeit war es so, dass, okay, ich habe jetzt die subliminalen Botschaften nicht studiert als Jugendlicher und so, aber die Sachen, die uns dann erfreut haben, kamen erst im jugendlichen Alter, dann erst nach 12 im Fernsehen, so DSF-Werbung und so ein Scheiß, da kam dann so ein bisschen Reiz und das kannst du ja null vergleichen mit der, mit den Pornos, die man sich heute reinzieht. Oder auch irgendwelche Kataloge, weiß ich noch, wir haben irgendwelche Kataloge als Vorlagen genommen, wo Unterwäschemodels und so ein Scheiß, das war ansatzweise nicht das, was man sich heute reinziehen kann, wenn man 13, 14 wird, einfach online,
kannst du dir 100.000 verschiedene Sexualpraktiken mit 100.000 Millionen verschiedenen Arten von Frauen und Männern und Männerfrauen und Frauenmänner und was es nicht alles da gibt, so, weißt du, das ist schon krank. Tief, berechnend in eine Richtung gedrillt hat, trainiert hat, dann lässt sich letzten Endes so eine Art von Werbung nur noch emotional aufnehmen, nicht mehr logisch, kritisch. Jetzt denken Sie kritisch und logisch drüber nach, weil Sie in einem Versammlungsraum sitzen, wo wir analytisch an die Sache rangehen. Die Frage ist, wie sieht es dann morgen aus, wenn Sie dann aufwachen, Sie gehen wieder in Ihren Alltag hinein und denken wieder wie vorher? Hat sich was geändert? Jetzt hat man nicht nur mit solchen Bildsprachen an sich daran herumgedoktert und rumphilosophiert, wie man beeinflussen kann, sondern jetzt mittlerweile auch mit Körpersprache. Das ist der nächste Drill. Jetzt für ein weiteres späteren Beispiel möchte ich Sie bitten, mal genau diese Körperhaltungen zu analysieren. Also nicht einmal, fangen wir erstmal woanders an. Die Typografie hat sich mit der Zeit auch geändert. Das heißt, der Lesefluss. Wir lesen ja immer von links nach rechts, von oben nach unten, nicht wahr? Und wenn ich jetzt so ein Cover gestalten kann, dann kann ich auch im Prinzip Gedankensprünge hervorrufen. Beste Beispiel? Hier zum Beispiel, Every Woman's Guide to, das heißt der Wegweiser für jede Frau, dann wird hier unterbrochen und hier steht wieder das Sex separat. Sehen Sie das? Nur als Beispiel. Gestützt wird das Ganze noch durch die Körpersprache. Der Becken wird betont und der Finger ist in einem anderen Bereich zu sehen. Und meistens auch mit einem leicht angewinkelten Finger noch dazu. In dem Beckenbereich. Becken ist hin, man. Bitte merken, für später. Aber das ist jetzt so die Körpersprache. Ist notiert, mein Jutster. Gibt es den eigentlich noch, den Guten, der den Vortrag gehalten hat? Wie ist denn sein Name, jo? Thomas Kasunic. Tommy. Mehr öfter zu sehen ist. Becken betont, geschlechtsbetont. Nur durch Körpersprache. Das allein hat aber noch nicht ausgereicht. Was ich jetzt kurz zeigen werde, ist, wie man sonst noch über eine Technik verfügen kann, wie man, wenn man Fernseh schaut, steht man unter, aber ich glaube, hier stehen auch noch mal ein paar unter Hypnose. Wenn wir Fernsehen schauen, wir sind noch alle wach, dann stehen wir unter, ein bisschen besser geworden. Jetzt Achtung, das ist jetzt ein Beispiel. Und zwar, das ist eine Kochsendung und da wird im Prinzip, das sind zwei gegnerische Mannschaften, die müssen auf Zeit kochen, ja, und dann sieht man so sehr schnelle Kamerawechsel, Kameraperspektivwechsel. Und während man sie so sieht und wir stehen unter, okay, dann kam plötzlich ein McDonald's-Logo, ne? Bild zu sehen, nämlich das hier. Man muss ja wissen, in Deutschland haben wir das PAL-System grundlegend von Übertragung. Nicht jetzt HD etc. Das grundlegende System, was durch Bildfrequenz gesendet wird, ist das PAL-System von der Auflösung her. Und in Deutschland haben wir 25 Bilder pro Sekunde. Ja? Jetzt nehme ich nur aus diesen 25 Bildern nur ein Bild, schneide ich heraus und lege ein anderes hinein. Und jetzt bitte denken Sie mit mir mit. Wenn ich mir eine Kochsendung anschaue, welche Emotionen wird denn da angesprochen? Appetit, Essen. Nicht wahr? Foodie-Vibes. Okay, jetzt schaue ich mir etwa eine halbe, dreiviertel Stunde lang zu, wie die zwei gegnerischen Mannschaften auf Zeit kochen und kochen und kochen. Ich rieche schon förmlich durch das Fernsehen. Und jetzt schaue ich unter Hypnose mir die Kochsendung an. Was ich nicht sehen werde, weil es so schnell geht, ist dieses eine Bild. Denn die Information, die ja ins Unterbewusstsein abgelegt ist, ist ja nicht nur das, was emotional hervorgerufen wird, sondern auch die Information, die als Bild abgespeichert wird, nicht wahr? So, jetzt sitzen Sie da und werden angeregt, emotional. Appetit, 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 Essen, 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 Essen. Jetzt erscheint ganz kurz dieses Logo. Haben es nicht gesehen, vielleicht eine kurze Bildstörung, das kriegt man gar nicht mit, so schnell geht es. Und jetzt ist die Kochsendung vorbei. Die Emotionen bleiben, Hunger.
Ja, was mache ich dann jetzt? Wohin gehe ich jetzt essen? Logisch. Es wird das ist programmiert. Programm. Und wenn Sie glauben, dass es nur in Amerika so ist, ich habe hier eine Festplatte, die ist 1 Gigabyte voll. Die ist voll bis oben hin mit solchen Beispielen. Wir könnten jetzt noch morgen früher sitzen, wenn Sie wollen. Ich will Ihnen. Hau mal raus, Digi, das will ich sehen. Schick mal rüber die Festplatte bei Youtstar. Wir gucken die uns im Stream an. Die Anreize geben, damit Sie verstehen, was hier los ist mit uns, was hier geschieht, wie mit unserem Denken manipuliert wird. Das ist genau das, wo es heißt, dass nach Begierden geangelt wird und gelockt wird und gezogen wird. Durch Emotionen, nicht durch das logische Nachdenken. Oder hier. Big is better. That's why our customers can access Australia's largest bank ATM network for free. Happy Banking, an initiative from Bankwest. Konnten Sie es sehen? Ja. Nochmal. Das Logo ist wieder aufgetaucht. Nochmal ganz kurz, Moment. Kurz die Maus weg. Big is better. That's why our customers can access Australia's largest bank ATM network for free. Happy Banking, an initiative from Bankwest. Krass, das ging voll schnell aber, gell? Das geht so schnell, man sieht es nicht, nicht wahr? Das ist nur ein Frame, das ist nur ein Bild, das herausgeschnitten wird. Mehr nicht. Nochmal? Okay, nochmal. Naja, warum nicht? Und Frame. Big is better. That's why our customers can access Australia's largest bank ATM network for free. Happy Banking, an initiative from Bankwest. Achtung. Digga, das ist krass. Ja, jetzt hat er es gesehen. Gut. Mit dem Spiegel kommen. Genau, kurz davor. Ganz kurz davor. Also, wie gesagt, man schaut Fernsehen und steht unter Hypnose. Ja, jetzt unter Hypnose kriegt man sowas gar nicht bewusst mit, weil wir nicht logisch, kritisch. Das mit Disney kommt auch noch. Sehr geil, Bro. Danke für den Hinweis. Hast du das reingeschickt im Discord? Ist ein Video aus dem Discord, ja? Deswegen joint alle dem Discord, Ausrufezeichen Discord in den Chat oder unter hier unten unter dem Kanal gibt es den Link zum Discord. Da könnt ihr einmal reinknallen, da könnt ihr einmal reinkommen. Auf der linken Seite gibt es den Kanal Videovorschläge. Gerne weitere Videovorschläge da reinfetzen. Lasst auch ein Follow da hier auf diesem Twitch-Kanal, der einzig wahre Twitch-Kanal. Supported in, man. Analytisch denken. Hat jemand von Ihnen jemals einen Film analytisch, kritisch, logisch angeschaut? Ja, hingesetzt und alles notiert, wie die Konversation ist, wie der Hintergrund war, wie die zusammen. Das meine ich mit logisch-kritisch. Nein, 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 nein. Das ist nicht logisch-kritisch. Logisch-kritisch ist wirklich, ich halte an und resümiere Wort für Wort Begebenheiten, Hintergründe, Zusammenhänge. Das ist kritisches Analysieren. Nur zu denken, in den Film gleichzeitig zu gucken und zu denken, ist berieseln. Emotion. Das hat nichts mit logischem Denken zu tun. Geschweige denn analysieren. Wenn ich etwas analysiere, dann studiere ich. Das heißt, mein Hirn ist voll auf 100%. Hier vorne vor allem. Aber nicht beim Film. Beim Film versuche ich Zusammenhänge zu finden von Begebenheiten, die sie aus einer anderen Perspektive zu einem Mittelpunkt finden wollen. Indem ich versuche, jetzt die Geschichte nachzuvollziehen. Ja, weil was fehlt. Aber das ist nicht logisch-kritisches Nachdenken. Analytisch. Noch eine weitere interessante subliminale Einblendung, die mich eigentlich nur noch bestätigt hatte, in der Richtung, in der ich dann auch gegangen bin, vorhin meinte, dass es auch spirituellen Hintergrund hat. Okay? Das ist jetzt ein Übergang, wie man es vielleicht manchmal kennt, wenn zum Beispiel Harald Schmidt eine Sendung hat und jetzt eine Pause eingeblendet wird, dann wird ja immer auch kurz der Jingle von Sat.1 oder wo er auch immer war, kurz eingeblendet und dann die Werbung kommt, nicht wahr? CNN, eigentlich eine sehr seriöser Sender, hat hier sich wahrscheinlich einen Spaß erlaubt. Ich glaube nicht, ich glaube eher, dass es das wahre Gesicht zeigt, was dahinter steckt, nämlich das hier. Ich hoffe, das Video geht. Nochmal kurz klicken. Ja. Achtung. Oh shit, was war das denn, Digga? Devil shit, Bro. Konnten Sie es sehen? Ah, jo. Kommt gleich nochmal. Kommt gleich nochmal. Da hast du gesehen. Mal. Achtung. Ist schon wieder weg. Jetzt Frame auf Frame. Jetzt Bild für Bild. Achtung und stopp. Na? Wissen Sie, was das ist? Man
Das ist buchstäblich ein Dämon. Oh weia. Das Publikum ist auch geil. Voll viele ältere Menschen so. Oh weia, was ist das? Oh weia. Sie müssen sich vorstellen, eine Sendung im Laufen, Jimmy Fallon. Und jetzt wird der Wetterkanal eingeblendet und da kommt kurz das Jingle rein. Und bevor das passiert, sieht man eine Fratze von einem Dämon. Sowas habe ich noch nie im TV gesehen und achte immer übelst drauf. Medi, kannst du mir nicht erzählen, dass du jeden einzelnen Frame immer so im Fokus hast, weißt du? Gerade wenn du Fernsehen schaust, stundenlange Dinge dir reinziehst und so. Also, ich glaube, da passiert viel unterschwellig. Erklärung? Was hat es hier zu suchen? Mal ehrlich, was hat es hier zu suchen? Das wäre so, wie wenn ich jetzt ZDF und jetzt kommt zwischen den Nachrichten und dem Wetterbericht nochmal kurz Werbung. Und bevor die Werbung eingeschaltet wird, lasse ich mal, keine Ahnung, einen Dämon erscheinen und wieder verschwinden. Kurz, zack, schnell, weg. Und das ist ein sehr, wie gesagt, man weiß genau, was man tut, wenn man etwas präsentiert übers Fernsehen. Exakt weiß, was man tut. Das sind nicht Leute, die irgendwie Spinner dahinter sitzen und denken, ach, ich lasse jetzt mal was. Nein, das ist kontrolliertes Arbeiten. Wollen wir uns ein paar Fakten anschauen? Und das ist jetzt nach dem Stand, ups, was habe ich jetzt gemacht? Ja, das ist nach dem Stand von vor 2 Jahren. Es gibt 97% der deutschen Haushalte einen Fernseher. Mittlerweile nicht nur ein Fernseher. Also die Amerikaner sind wirklich so verrückt, dass sie sogar auf ihren... Wie soll das Unterbewusstsein es wahrnehmen, wenn man es nicht sieht? Bro, du weißt gar nicht, was du alles nicht siehst. An einem ganzen Tag, was du alles nicht siehst, aber trotzdem wahrnimmst. Musst dich mal mit Wahrnehmung auseinandersetzen. Also wir nehmen sehr viele Dinge wahr, die wir nicht bewusst sehen. Flur, im Bad, im Klo, Mini-Flatscreens haben. Das ist kein Scherz. Egal, wo man hingeht in Wohnungen, die haben überall so kleine Flatscreens. In Deutschland ist es so, dass sicherlich in jedem Kinderzimmer mittlerweile ein Fernseher zu sehen ist. Hoffentlich nicht. Aber man geht von der Statistik aus, 97% in den Haushalten. Bedeutet, und jetzt rechnen wir das mal hoch. Und jetzt achten Sie mal darauf, was es mit Ihrem Gehirn anstellt. Okay? Logisch mitdenken jetzt. Bedeutet, das ist jetzt Durchschnittskonsum eines Bundesbürgers von Hartz IV bis schwer beschäftigt. Okay? So Mittelmaß. 5 Stunden 47 Minuten pro Tag. Echt, Digga? Und das war 2017. Wenn man das jetzt noch kombiniert mit Social Media Konsum heutzutage, ich glaube, es ist schon fast mehr geworden, gell? 5 Stunden 47 Minuten pro Tag. Das fängt schon morgens an, wenn ich aufwache und mache die Glotzkiste an, dann läuft schon Morgenmagazin oder sonst irgendwas. Muss schon den ersten. Negativ. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, Sie machen den Fernseher an, das Erste, was Sie sich berieseln lassen, emotional, ist negativ. Negativ, 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 negativ. Sie sitzen in der U-Bahn oder im Bus, fahren zur Arbeit, lesen Zeitung. Was lesen Sie? Positiv oder negativ? Negativ. 99% negativ. Negativ. Ja, mit welcher Einstellung gehen Sie denn schon in den Tag? Bedeutet, in einer Woche habe ich 47 Stunden lang mein Gehirn trainiert. 2 Monate im Jahr, Digi. Also von 12 Monaten sind 2 Monate einfach nur Fernsehen. Negative Beeinflussung. Durch Fernsehen und Zeitung. I like that, man. Aber deswegen Detox von der ganzen Scheiße. Nicht zu viel berieseln lassen am ganzen Tag. Mehr versuchen, bei sich selbst zu bleiben, anstatt die ganze Zeit sich vom Außen lenken zu lassen. Das ist so wichtig. Wenn es nur 1-2 Stunden ist, wo ihr euch auf euch konzentriert, langsam, langsam steigern den Shit auf jeden Fall. Auf der richtigen Seite, sondern auf der falschen Seite. Heißt, dass ich in einem Jahr 2 ganze Monate, 24 Stunden gerechnet, Fernsehen geschaut habe. Und wenn ich ein Alter von 65 Jahren erreicht habe, habe ich 9 ganze Jahre 24 Stunden Fernsehen geschaut. Krass, Alter. Von 65 hast du 9 Jahre. Jetzt wissen Sie, was das mit Ihrem Gehirn anstellt? Ständig unter Hypnose zu stehen? Du lebst nicht in der Realität, Bruv. Und dann wundert man sich, warum man sagt, dass alle Menschen so gesteuert sind? Hallo? Zombie-Man. Das ist der Grund.
das Gehirn ist ja ein Muskel, das trainiert wird. Wenn ich ihn aber an der falschen Stelle trainiere, übt er nicht die Kraft aus, die ich ihn haben sollte, wenn ich sie brauche. Deswegen ist es auch so, dass wenn du in Ländern bist, wo viel die Sonne scheint und die Menschen noch viel draußen sind und im Leben stattfinden, dass du da dann automatisch auch mehr Menschen auf der Straße triffst, die dir wirklich in die Augen gucken und menschliche Verbindungen entstehen. Wie ich schon mal gesagt habe, in Tulum zum Beispiel habe ich so viele krasse menschliche Connections gemacht an einem Tag. Das war unfassbar. Ich habe teilweise Talks mit Leuten gehabt, wirklich Talks gehabt, die so deep waren, wie mit jahrelangen Freunden, die ich hatte, nicht in diesen ganzen Jahren entstanden sind, so weißt du? Weil die Menschen viel mehr im Leben drin sind und viel mehr bei sich sind und du jeden Tag individuelle Geschichten von verschiedenen individuellen Menschen hörst und so. Dieser Austausch in der Gesellschaft und mit Menschen ist auch so wichtig und es kann, also mir zum Beispiel gibt es jedes Mal, wenn ich mich mit einem neuen Menschen unterhalte und wir uns austauschen und ich ein paar neue Gedankengänge höre oder von deren Stories oder so, das gibt mir im Nachhinein immer ein positives Gefühl und ein Gefühl von miteinander connected sein. Weißt du, wie ich meine? Logisches Denken auf der psychologischen Ebene. Wenn ich mit meinem Studenten Medienpsychologie durchgegangen bin, ich habe mit ihnen erstmal Basics gemacht. Ich war da nicht unbedingt erfreut bei den Professoren, aber für mich war es wichtig, dass die Jugendlichen verstehen, was es eigentlich bedeutet, mit so einem machtvollen Instrument und das Wissen, das sie haben, zu arbeiten. Dass sie in der Lage sind, Gedanken und Willen von Menschen zu manipulieren. Das ist Fakt. Aber darüber spricht kaum gern einer, weil dadurch natürlich wirtschaftlich gesehen schlecht wäre. Wenn die Menschen bewusster werden, dann sind wir nicht mehr so leicht programmierbar. Das ist wirklich so. Also der labert auch keinen Unfug. Wie jetzt ein, zwei Leute haben das reingeschrieben. So, das musst du dir einfach mal ein bisschen nachdenken. So, wenn du zum Beispiel in der Corona-Zeit den ganzen Tag Todeszahlen und Angstmacherei im Fernsehen dich zuschallen lässt, so ist doch klar, dass du dann als Mensch nicht mehr so gut funktionierst, als wenn du keine Angst hast. Angst ist eine der negativsten Emotionen, die wir haben können. Das ist eine der niedrigsten Schwingungen, die es gibt. Dann bist du natürlich leichter beeinflussbar, wenn du in einem Angstzustand, in der Angstfrequenz am Schwingen bist. So, das ist logisch, meiner Meinung nach. Wenn du im Bewusstsein drin bist, in der Liebe drin bist, in deinem Herz drin bist, bist du nicht so leicht beeinflussbar. Aber nur mal unter dem Strich gerechnet. 9 Jahre lang, 24 Stunden lang Fernsehen gucken. Versuchen Sie das mal. Was passiert mit Ihrem... Machen Sie mal... Nee, eigentlich nicht, aber wenn Sie es gerne probieren wollen, schauen Sie doch mal 2 Tage lang 24 Stunden Fernsehen. Was? Und versuchen Sie dann mal logisch zu denken oder ein Buch zu lesen. Keine Chance. Es ist wirklich Brei da oben drin. Weil wir einen unnatürlichen Weg gehen der Verarbeitung der Informationen im Gehirn. Nicht den natürlichen Weg. Das ist jetzt 2013. Nur mal, damit Sie wissen, warum so sehr darüber geschwiegen wird. 517 Milliarden Dollar wird investiert in Werbung. Wissen Sie, was das heißt? Global gesehen, 517 Milliarden Dollar wird investiert für unseren Konsum. Wissen Sie, was wir mit 517 Milliarden alles anstellen könnten? Wir hätten die meisten Probleme der Welt gelöst, wenn wir sie richtig angehen würden. Ich frage mich, wann der Ursprung war, dass die Welt in so eine dreckige Richtung reingegangen ist und Leute sich nicht mehr dafür interessiert haben, wie es Menschen geht, so, weißt du, dieses Miteinander und dieses, dass man gut drauf ist und positiv ist, ist doch eine schönere Welt. Das mit diesem Konsum und Werbung und diese ganze Medienscheiße und so, das hat voll Überhand genommen, weißt du, wie ich meine? Ich frage mich, wann davon der Ursprung war, so, weil, weiß nicht, ich finde das voll traurig, dass wir so krass in so einer Matrix drin leben, Konsumgüter jagen, Geld jagen, Dopamin jagen und voll wenig noch mit dem Original-Menschsein zu tun haben, meiner Meinung nach. So, das ist doch krank, Alter. Aber 517 Milliarden werden dafür investiert, um unsere Gedanken, unsere Willen so zu manipulieren, dass wir wirklich wie Roboter laufen. Gesteuert. 517 Milliarden Dollar. Natürlich ist der Gewinn fast doppelt so hoch. Wir reden schon von Billionen. Billionen. Ist doch kein Wunder, warum ich lieber 517 Milliarden investiere, damit ich später noch eine Billion habe.
Jetzt gibt es aber auch subliminale Botschaften, nicht nur in Werbung, sondern eben auch auf Spielen. Kennt jemand dieses Spiel? Ah, okay. Gut, dass die Mama das weiß. Okay, jetzt, wie gesagt, gehen wir mal in den nächsten Schritt. Von Werbung jetzt mal in Videospiele. Können Sie an diesem Bild irgendwas erkennen, was vom Ausdruck irgendwie komisch erscheint? Oder von der Aussprache oder von dem Bild allgemein? Seht ihr irgendwas, Freunde? Was seht ihr, Freunde? Haut mal in den Chat rein. Seht ihr irgendwelche Zeichen, Leute? Keiner sieht was? Hm. Ja. Nö, nicht wirklich. Ja, die runden Planetenkappe. Wo Häuser springen und Bomben legen und was weiß ich nicht was. Aber gibt es denn von der Botschaft her irgendetwas, was komisch erscheint? Ich gehe jetzt mal mit dem Bild ein bisschen näher ran, okay? So, können Sie jetzt was erkennen? Ja, das stimmt. Aber was steht hier noch? Hier steht noch was ganz anderes. Was steht da? Flache Erde unten rechts. Ja, da war was Flaches. Was steht hier, Bro? Jetzt gehen Sie mal mit mir bitte mit. Englische Kürzel. Beispiel. Nehmen Sie mal alle Buchstaben, die so ein Sternchen hier dran haben. Ein Sternchen? Ja, wir haben es beim U, beim R, beim M, beim R und beim G, A und Y. Jetzt bilden wir mal einen Satz daraus. Einverstanden? Guck mal, einfach die Sterne. U wird im Englischen wie ausgesprochen? Gleichzeitig? Du. Okay. You are, bist. MR, Kürzel für? Mister. Mister. G-A-Y heißt gay. You are Mr. Gay. Also auf Deutsch, jetzt würde buchstäblich, du bist Herr Schwul. Krass, aber dass genau diese Buchstaben diesen Stern unten drunter haben, ne? Jetzt ehrlich, Digi, Alter. Das ist schon crazy. Oder, Freunde, Alter? Bin ich. Was geht, Alter? Man kann es auch übertreiben. Ja, okay, man findet überall so. Man findet, wenn man sucht, findet man überall. Aber ich finde es schon heftig, dass genau diese Buchstaben so einen Stern unten drunter haben, Bro. Das ist ja auch keine Regelmäßigkeit, dass irgendwie jeder dritte Buchstabe einen Stern unten hat oder die beiden, die vier Äußeren oder die sechs Äußeren, sondern es sind ja genau die Buchstaben, you are Mr. Gay. Wenn Sie glauben, dass das jetzt nur auf so einen Cup das ist Zufall. Was zu suchen hat, naja. Wer glaubt, das ist Zufall? Eins in den Chat. Wer glaubt, das ist Manipulation? Zwei. Schauen wir mal in das Spiel hinein. Können Sie irgendwas erkennen? Ah, krass. Da oben, hier. Skü. Es ist ein männliches, genau. Ein bisschen fantasievoll, als Brücke dargestellt. Aber es ist, was es ist. Das ist nur ein Bild von vielen. Das ist nur ein Bild von vielen. Come out, man. Und nicht nur in diesem Spiel, sondern auch Need for Speed. Wie gesagt, das sind kleine Beispiele. Ich will jetzt nicht alle auflisten. Aber wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Need for Speed, wenn man jetzt so auf das Cover schaut, denkt man, findet man gar nicht. Ist alles irgendwie so, wie bei einem Spiel für einen Rennsimulator aussehen soll. Jetzt nehme ich mal das Cover und drehe es um 90 Grad im Uhrzeigersinn, okay? Sieht so aus. Schon was erkannt? Ich rahm's jetzt mal ein. Dann haben wir wieder unsere drei berühmten Buchstaben, S, E und X. Crazy. In einem Hochhaus abgeblendet. Ist das Zufall, mein lieben Freunde? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Den größten Schock aber
habe ich erlebt, und das zeige ich Ihnen gleich, bei Ego-Shooter-Spielen. Man muss jetzt erstmal wissen, die höchste Alpha-Frequentierung, gemessen anhand der Universität in Tübingen mit Studenten, dass bei Horrorfilmen und Ego-Shooter-Spielen die Alpha-Frequenzen am allerhöchsten sind. Also auch gerade bei Videospielen ist Alpha-Frequenz on top. Und wie sich das auswirkt, zeige ich Ihnen jetzt. Wäre schon ein harter Zufall in dieser Masse. Ja, ja, safe. Nicht zu laut. Tschüss, Niggi. Fucking what to do. Normal, Digga. Ich habe Wert das auch schon miterlebt. Ich habe auch schon mal den ein oder anderen Controller in Richtung Bildschirm fliegen lassen an der Stelle. Bildschirm without, man. Bitch! Das Kranke dabei ist, ich habe das selber bei mir auch festgestellt, man dreht mehr durch bei solchen Sachen, als irgendwie so im normalen, als wenn man so irgendwie angry wird oder so, ne? Also da sagt man auch manchmal Ausdrücke und Dinge, die man so eigentlich gar nicht sagen würde, Alter. Da ist er doch, Digga. Angry German Kid, oder? Oh, ich hab nur so Schicksal. Da hab ich sogar letztens gesehen, da gibt's, über den gibt's eine Dokumentation auch, gell? Frage. Wie klang das für Sie? Klang das nicht so wie besessen? Mal ehrlich? Wenn Kinder so ausrasten, da muss schon viel passieren. Und zwar aus dem Nichts heraus. Wie gerade das Kind, das einfach nur auf dem Bett liegt und sich ins Spiel hinein denkt, es ist schon quasi drinnen und solche Emotionen herausruft, dass es so aggressiv wird, auf einen Schlag, kann nur unter Hypnose gestehen. Tut mir leid. Es geht nicht anders. Emotional denken, nicht logisch. Und wenn die Kinder schon durch solche Spiele gedrillt werden, emotional, ja, was meinen Sie, wie sie dann im alltäglichen Leben reagieren? Das hat einen riesen Einfluss, bin ich mittlerweile auch überzeugt von. Kann nicht gesund sein, wenn du so rumschreist und so krass negative Emotionen in dir hervorrufst. So, das macht was mit deiner Schwingung, kannst du mir sagen, was du willst. Nicht logisch, nüchtern. Ja, okay, das eine war fake. Ja, fake hin oder her, Tanel, aber... wir kennen es doch selber aus unserem eigenen Leben, oder? Wer hat das nicht schon gehabt, dass der einmal so richtig ekelhaft durchgedreht ist wegen einem Videospiel, Bro? Ich habe lang herumrecherchiert und wollte eigentlich für mich persönlich, das war wirklich für mich eine persönliche Recherche, einen Beweis finden nach diesem spirituellen Bereich hinter dem Ganzen. Und naja, ich habe es geschafft. Mit Hilfe von oben. Dass ich auf etwas gestoßen bin, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ich bin froh, dass ich es gefunden habe und möchte Ihnen jetzt etwas zeigen, dass man normalerweise in so einem, in einem Genre von Videospielen niemals finden würde. Okay? Das hier ist das Spiel Halo. Ist so ein, auch so ein Ego-Shooter. An alle Skeptiker, ich verstehe euch auf jeden Fall. Also ihr müsst ja auch nicht alles, was jemand sagt, in einem Video hundertprozentig übernehmen oder dem vertrauen. Aber ihr könnt ja die Information einfach mal absorbieren und gucken, was ihr dann dazu sagt. Weißt du, wie ich meine? Ich gucke mir das einfach ganz neutral an. Ich muss noch keine Meinung zu dem Typen haben, zu den Sachen haben und so. Man zieht sich's einfach mal rein auf entspannt. Ja? Guckt einfach zu. Wo man
gegen Aliens kämpft. Und da gibt es eine Demo-Version, die man auch auf YouTube sehen kann, über dieses Spiel. Das heißt, man hört im Hintergrund eine Musik und irgendwie so eine Alien-Sprache, so ein Brummeln, Grummeln, keine Ahnung, man versteht es nicht richtig. Aber ich habe das dann in mein Videoschnittprogramm reingezogen, habe es mir nochmal genauer angehört, weil so wie es klang, klang es so, als ob etwas rückwärts gespielt worden wäre. Dachte ich, Moment, weil man hört ja gewisse synchronische Ab... Das hab ich, da habe ich ein Video drüber irgendwo gesehen, dieses Halo 2 rückwärts, Digi. Packungen beim Rückwärtssprechen, als wenn man vorwärts spricht, ja, das sind so typische Schnellpausen, die man plötzlich hört, indem man einen Satz beendet oder beginnt. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hören wir uns erstmal an, wie es klingt. So hört sich das im Original an. Ruhig ein bisschen lauter. Ja, also die Alien-Stimme, die so brummelt, ja, und die Musik. Aber wenn man genau reinhört, hört man, dass eben jemand rückwärts spricht und nicht vorwärts. Also habe ich dann diese Sequenz. Jetzt wird's wild, Freunde. Mal in meinen Videoschnitt importiert. Hab dann das Rückwärtsgespielte wieder rückwärts laufen lassen, also wieder normal. Und dann hörte ich tatsächlich Silben, wo ich zwar was verstehen konnte, aber noch nicht so ganz, weil es war noch zu langsam. Also habe ich das Tempo um 200% erhöht. Und was Sie jetzt lesen werden, ich bin mal gespannt, ob Sie noch hier sitzen werden. Bereit? Ich übersetze es gleich. Okay. Die Übersetzung. Seit über 3000 Digga, müsste man jetzt halt einfach auch nachprüfen, ne, ob das wirklich das Gesagte ist. So. Jahren wandle ich unter Menschen und Engeln. Die Zeit hat kein Ende, keinen Anfang, keinen Zweck. Ich wandelte auf dieser Erde auf der Suche nach Vergebung für meine Gräueltaten gegen Gott und Mensch. Ich lebe, um Tod und Zerstörung zu sehen, das Böse über das Licht, aber das Licht kann nicht zerstört werden. Ich lebe in einem Gefängnis meiner eigenen Zerstörung. Devil shit. Jetzt, die schon mal in der Bibel gelesen haben, ich muss dazu sagen, ich war früher gar kein Bibelkenner. Yasser sagt, wen juckt es, man versteht eh nichts. Wie gesagt, also ich bin überzeugt davon, dass man auch Dinge, die man nicht bewusst wahrnimmt, in dein Unterbewusstsein reingehen. Wir nehmen unterbewusst ganz viele Dinge wahr, die wir bewusst nicht wahrnehmen. Das muss man einmal verstehen. Das hat jetzt nichts mit ihm zu tun oder mit dem Video oder dass ich jetzt denke, dass das irgendwie extra so gemacht ist oder diese ganzen Sachen. Aber es ist einfach Facts, dass wir gewisse Dinge, die wir nicht richtig wahrnehmen, trotzdem unterbewusst wahrnehmen. Das ist einfach so. Das muss man so sagen. Weißt du, wie ich meine? Yasser sagt, weiß ich nicht. Bruder, guck dir das an. Weißt du, wie ich meine? Beschäftige dich mit dem Thema. Das sind Facts. Ich war eigentlich ein absoluter Anti-Bibel-Mann, Mensch. Aber seitdem ich einfach mal angefangen habe, nachzudenken und mir einfach mal auch erlaubt habe, in die Bibel hineinzuschauen, und wenn man sowas hier liest, in einem, wirklich, man spricht ja von Halo, das ist ein Ego-Shooter-Spiel, das hat nichts mit irgendwelchen christlichen Dingen zu tun. Null, gar nichts. Aber wenn so eine versteckte Botschaft, die so noch deformiert wurde, so eine Nachricht beinhaltet. Die Frage ist auch, selbst wenn du das nicht wahrnimmst, warum sollte man das machen, weißt du? Yasser, warum sollte man sowas in ein Videospiel reinpacken? Warum? Also, weißt du, wie ich meine? Jetzt selbst sagen wir mal, keiner nimmt das wahr und es hat keinen Einfluss auf die Menschen, die das zocken oder so, ne? Warum sollte man sowas tun? Das wäre auch nochmal meine Frage so. Also ganz ehrlich,
Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Denn das ist wirklich, das stimmt tatsächlich mit dem überein, was in der Bibel steht. Also ganz ehrlich, wie kann jetzt EA Games, eines der renommiertesten Institutionen für Spiele, in so einem der beliebtesten Ego-Shooter-Spielen so eine Botschaft verstecken? Vor allem warum? Was hat das bitte schön damit zu tun? Vor allem noch, und was glauben Sie, wer da spricht? Ein gefallenes Engelwesen. Denn nur so kann jemand sprechen, niemand anderes. Denn das ist genau das, was die Bibel nämlich die ganze Zeit von spricht. Naja. Und lassen Sie mal einen jungen Menschen psychisch labil sein. Sie haben ja vor einigen Jahren mitbekommen, dieser Amoklauf in Winnenden. Wir wohnen etwa, jetzt wohnen wir etwa 10 Minuten von dort entfernt. In seinem Zimmer wurden ja Ego-Shooter-Spiele und Horrorfilme, hat man ja gefunden. Columbine, dieser Amoklauf in Amerikas. Was fand man bei den Jugendlichen in Zimmern? Ego-Shooter-Spiele und Horrorfilme. Ja, das ist jetzt, ja. Und jetzt lassen Sie Jugendliche psychisch labil sein. Was glauben Sie denn, wie viele labile, psychisch labile Jugendliche wir in den Großstädten haben? Mal jetzt nur die Dunkelziffer. Nur die Dunkelziffer. Also ich glaube, so eine Videospiele und so, ich glaube, viel kommt auch mit der Festigung in der Familie, was ja auch mittlerweile immer mehr genommen wird, dass die Familie so eine Festigung gibt, weißt du? Ich glaube, wenn du ein gutes Zusammenleben mit deiner Familie hast und eine gute Stabilität in deiner Familie zu Hause hast, so, ne, dann kannst du auch einen Shooter spielen, dann kannst du auch Rap-Musik dir reinziehen, wo keine guten Sachen erzählt werden und so, trotzdem nicht auskreisen, so, weißt du? Aber wenn du selber schon labil bist, weil du keinen Zusammenhalt in der Familie hast oder eine Stabilität in der Familie, denke ich, dass sowas dir definitiv einen negativen Einfluss geben kann. Und ich glaube auch, dass generell die Zeiten, wo wir noch keine Ego-Shooter hatten und noch nicht mit so viel Tod, Leid und so konfrontiert wurden, dass wir nicht so abgestumpft waren, was das Thema angeht, so, weißt du? Mittlerweile ist es so heftig, wir sehen überall Videos von Menschen sterben und Tod und zocken Spiele, wo wir andere abknallen und erobern alles und so, holen uns einen runter auf Pornos den ganzen Tag. Das stumpft einen, glaube ich, immer mehr ab, weißt du? Stumpft einen immer mehr ab, dass es für dich gar nicht mehr crazy ist, jetzt so in den Medien zu sehen, wie da irgendwelche Leute abgeschlachtet werden oder so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon krass. Es muss nur einmal irgendwas passieren, einfach einen Tick geben und wir haben hier eine halbe Anarchie. Weil nicht logisch gedacht wird, sondern emotional. Und was emotionale Entscheidungen mit uns anrichten kann, führt letztendlich dahin, dass wir es am Ende bereuen. Ja. Weil wir vorher nicht logisch drüber nachgedacht haben. Weil wir es verlernt haben.